Die US-Notenbank-Fed sagt, wir werden die Zinsen weiter anheben. Die Wall Street sagt, nö, ihr blufft doch nur, ihr werdet die Zinsen nicht mehr anheben. Denn wenn ihr die Zinsen wirklich anheben wollt, warum habt ihr sie denn nicht dann angehoben jetzt gestern bei der Sitzung? Das ist sozusagen skeptische Haltung der Wall Street gegenüber der Fed. Deswegen die Märkte gestern dann nochmal nach zunächst mal einem Abverkauf dann wieder praktisch auf Tageshoch geschlossen, zumindest was den Nasdaq betrifft, aber schauen wir uns die Dinge mal an, denn da ist wirklich eine interessante Auseinandersetzung der Fall. Eins ist klar, Paul hat gestern nochmal klar gemacht, die Zinsen werden in diesem Jahr nicht sinken, keiner erwartet das innerhalb der Fed und siehe da, die Märkte haben das jetzt nun auch ausgepreist, man erwartet also keine Zinssenkung mehr für 2023. Wir sehen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bei der nächsten Sitzung Ende Juli, 26. Juli, die Zinsen anhebt bei 69,4%. Also deutlich wahrscheinlicher als unwahrscheinlich. Und was das Ganze ausgelöst hat, das waren um 20 Uhr mit Veröffentlichung des Fed-Statements die sogenannten Dot-Plots, die Erwartungen der Fed-Mitglieder. Und hier sehen wir, da gab es einen hawkischen Rutsch nach oben. Ich hatte das in den Videos meistens angekündigt oder zuletzt angekündigt, nämlich diese aggressive Haltung der Fed, eine Art hawkische Zinspause, könnte man sagen. Das ist natürlich ein Instrument der Kommunikation. Auch jedenfalls da die Märkte erstmal abverkauft. Paul hat dann mit seiner soften Haltung die Märkte wieder ein bisschen beruhigt, hatte man das Gefühl. Aber diese Dotplots, die zeigen, dass die Fed-Mitglieder im Durchschnitt einen Zinssatz von 5,6% zum Ende des Jahres erwarten. Das wären zwei weitere Zinsanhebungen. Schauen wir uns mal genau an. 12 Mitglieder sagen, die Zinsen werden mindestens bei 5,5 bis 5,7% sein. 4 sagen, mindestens eine Zinsanhebung wird noch kommen. Nur 2 sehen keine Zinsanhebung. Das ist so ein bisschen das Kräfteverhältnis innerhalb der Fed. Und hier mal ein paar Analystenkommentare. Thomas Gitzel von der VP Bank sagt, die deutlich nach oben geschraubten Projektionen sind heute die große Überraschung. Die Fed will trotz der Leitzinspause vermeiden, eine als zu lockere Notenbank zu erscheinen, aber die dürften dennoch die Zinsen nicht mehr anheben, denn wir sehen praktisch Schwächesignale in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Die Fed ist nun bereits im restriktiven Bereich angelangt. Gleichzeitig sind Schwächezeichen der US-Wirtschaft unübersehbar. Die SocGen, Société Générale, sagt, ja, warum haben Sie denn jetzt heute nicht die Zinsen angehoben? Es gibt keine gute Antwort auf diese Frage. Wenn das Vertrauen, die Sicherheit der Fed hoch gewesen wäre, dann hätten sie jetzt die Zinsen angehoben und nicht geskippt, also nicht diese Zinsanhebung ausgelassen. Und Vince Reinhardt in einem Artikel des Wall Street Journal, der sagt, naja, die Fed erhofft sich mehr zu wissen dann in 6 Wochen. Paul hat ja auch gesagt, naja, mit der Bankenkrise wissen wir ja nicht so genau, wie das da weitergehen wird. Wir kriegen dann mehr Informationen. Das waren die Argumente von Jerome Powell. Aber Vince Reinhardt sagt, ja, ihr werdet auch in 6 Wochen nicht viel mehr wissen als jetzt. Dementsprechend macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und hier Sven Henrik sagt, das ist reiner PR-Gimmick, was man da einen Eindruck zu vermitteln versucht. Wenn du hawkisch bist, dann agiere hawkisch, sagt er. Diese Dotplots, also diese Zinserwartungen, bedeuten überhaupt nichts. Ihr wisst ja selber nicht, wie die Dinge sich weiterentwickeln werden. Jedenfalls habt ihr durch diese hawkischen Dotplots versucht, eine zu dovische Einstellung zu kaschieren, so sagt Sven Henrik. Es ist eine political exercise with absolutely zero commitment, also ohne irgendwelche Überzeugung hier wirklich zu agieren, aber jetzt glaube ich, kann man das wirklich aushebeln, dieses Argument, das IPEC Oskardeskaya von Swissquote gebracht hat, indem sie schreibt, also warum hat die Fed die Zinsen nicht angehoben jetzt, das Argument, die Logik. Die Antwort ist, weil
die, wenn man die Zinsen nicht anhebt, aber sagt, man wird sie weiter anheben, ist das eine effektivere Steuerung der Märkte, der Markterwartungen, als wenn man sie jetzt anhebt, aber dann praktisch alle wissen, naja, jetzt bist du ja praktisch schon mehr oder weniger am Ende der Fahnenstange angelangt, jetzt hast du nicht mehr viel Pulver, nicht mehr viel Munition im Köcher. Dementsprechend, wenn du aber jetzt eine Pause machst und sagst, ja, aber wir könnten dann mehrfach noch die Zinsen anheben, dann müssen die Märkte zunächst mal diese Zinssenkungserwartungen auspreisen und müssen damit rechnen, dass eben die Zinsen weiter steigen. Hätte die Fed gestern die Zinsen angehoben, hätten alle gesagt, naja gut, das war das letzte Mal, hurra, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Also und damit hat sozusagen die Fed es geschafft, permanent so dieses Damoklesschwert, wir werden die Zinsen weiter anheben, wenn die Daten dementsprechend sind, über den Märkten zu halten, die ja euphorisch sind, die geradezu ausgeflippte sind. Aber schauen wir uns mal an, wie die Anleihemärkte darauf reagiert haben, vor allem die kürzer laufenden Anleihen. Was wir hier sehen, ist die zweijährige US-Staatsanleihe, 4,76%, Booms, da ging es mit der Rendite nach oben. Das gilt auch für kürzer laufende Anleihen, für eine dreimonatige gibt es 5,19%, für eine sechsmonatige 5,30%. Und für eine 12-monatige 5,20%. Die 10-jährige jetzt bei 3,84% auch gestiegen. Also die Anleiherenditen sind gestiegen. Gleichzeitig, weil die kürzeren Laufzeiten stärker steigen als die längeren, sehen wir, dass die Zinskurve sich weiter invertiert hat, wieder reinvertiert hat, wieder sehr, sehr stark. Damit sind wir jetzt praktisch auf dem Niveau der Bankenkrise im März. Das bedeutet, dass die Märkte sagen, ja, also die Rezession ist damit sicher, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt, sondern wahrscheinlich sogar noch anhebt. Und gestern, das war ein ziemlicher Rollercoaster, wie man in den USA sagt, also eine ziemliche Schaukelpartie könnte man hier formulieren. Zunächst mal nach den Dotplots ging es 1,5% nach unten von der Spitze des Nasdaqs, um dann wieder 1,45% nach unten, um dann wieder 1,48% zu steigen. Wir sehen Dow Jones im Minus, vor allem der Russell im Minus, Nasdaq und im Plus, aber vor allem der Nasdaq 100 deutlich wieder im Plus. Werden wir gleich sehen, S&P 500 minimal im Plus, der VIX dann unter die 14er Marke gefallen, 13,88, und wir sehen mit der Fed wurden Banken verkauft, vor allem die Regionalbanken. Plumps ging es nach unten mit der Fed, da ist die Erholung nicht so wirklich passiert. Während KI-Aktien wie eine Nvidia sozusagen als sicherer Hafen gesehen werden, das ist ein Treppenwitz eigentlich des menschlichen Humors, könnte man sagen. Warum soll eine Firma wie Nvidia, die hochgradig zyklisch ist, hochgradig konjunkturabhängig, auch wenn künstliche Intelligenz alles ändern wird, natürlich, dann ist auch eine Apple und so weiter und so fort. Das sind inzwischen Firmen, die natürlich konjunkturabhängig sind. Das ist ein Märchen, dass die irgendwie über den Wolken schweben und wenn unten irgendwie die Dinge nicht gut laufen, dann KI, ja, dann schweben wir in der Cloud, könnte man sagen. Das ist natürlich totaler Bullshit. Hier sehen wir, dass wir jetzt, was diesen Nvidia-Hype betrifft, so ein bisschen diese Kryptoblase nachbilden. Da sind wir jetzt in etwa da, wo auch die Kryptoblase geendet hat. Und wenn wir uns mal unter die Oberfläche der Märkte begeben, dann sehen wir, dass eigentlich die allermeisten Aktien bereits für eine Rezession bepreist sind. Da ist eine Rezession eingepreist, nur bei den Tech-Aktien nicht, nur bei den KI-Aktien. Die schweben über den Wolken, die sind sozusagen im Himmelreich der Unantastbarkeit, könnte man sagen. Also es ist unglaublich, wie hier praktisch sich in die Tasche gelogen wird. Das hat natürlich Dotcom-Blasenzüge, das hat diese Internet-Euphorie-Blasenzüge jetzt mit der KI. Hier sehen wir mal oben den Nasdaq und die Realrendite. Normalerweise laufen die parallel. Booms, die Lücke wird immer größer. Wir sehen Nasdaq und das Verhältnis Nasdaq, Russell 2000 und die Financial Conditions. Weite Lücke, also die Dinge, die werden immer extremer, immer unsinniger, könnte man sagen, entkoppeln sich immer mehr von der Realität. Und diese KI-Euphorie, die hinterlässt dann Spuren natürlich auch bei den Privatinvestoren. Jetzt ganz frische AAII-Daten, also die Umfrage unter den US-Privatinvestoren, jetzt 45,2% bullish, bärisch nur noch 22,7%. Letzte Woche hatten wir diesen riesigen Sprung von 29,1 auf 44,5 oder was das war, genau.
Also jetzt noch etwas weniger Bären, noch etwas mehr Bullen. Die Stimmung ist noch bullischer geworden. Jeff Kundlak gestern, der Bond-Guru, sagte, der S&P 500 ist really overvalued. Naja, es sind vor allem diese 7 KI-Aktien. Der Aktienmarkt zeigte Anzeichen einer Manie überall. Naja, nicht überall, das ist ja genau der Punkt. Es sind die wenigen Aktien, wo diese Euphorie erkennbar ist. Und Michael Kramer sagt, also Entschuldigung, die Aktien sind fehlbepreist. Wenn die Zinsen länger restriktiv bleiben, vielleicht sogar noch weiter steigen, dann entspricht das, was an den Bewertungen in den Aktien der Fall ist, in den vor allem Tech-Aktien der Fall ist, nicht der Realität. Die Wirtschaft ist bislang stärker als erwartet und die Inflation ist stickier, ist klebriger als erwartet. Und dementsprechend ist diese Erwartung, auf der die Rallye ja basierte, die Zinsen werden sinken, die ist jetzt mehr oder weniger futsch, obwohl wir jetzt kürzlich eine etwas niedriger Headline-Inflation gesehen haben von 4,0%, aber Paul hat immer wieder gestern auf diese Core-Inflation, auf die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie verwiesen, die ja weiter gestiegen ist auf 5,3%. Heute wichtige Konjunkturdaten, 14.30 Uhr, vor allem die US-Einzelhandelsumsätze werden zu beachten sein. Da gibt es Analysen, die zeigen, die dürften besser reinkommen. Mal sehen, ob das der Fall ist, dann haben wir die Erstanträge, New York Empire State Index und Philadelphia Fed Index, da immer vor allem die Preiskomponente sehr, sehr wichtig, also viele Konjunkturdaten, die dann wieder neues Futter geben. Was die Fed geschafft hat, ist jetzt praktisch trotz dieser Zinspause diese Datenabhängigkeit nochmal zu betonen, das heißt, die Märkte müssen jetzt wieder auf Daten reagieren. Als wir jetzt, wann war es, letzten Freitag, die Arbeitsmarktdaten hatten, die ja viel besser waren als erwartet, hat man gesagt, hurra, besser Daten ist doch schick, dann keine Rezession, weil die Fed die Zinsen ja eh nicht mehr anhebt. Das wird jetzt sozusagen nicht mehr funktionieren, dieses Mantra. Und jetzt haben wir dann morgen ja den großen Verfall. Am Montag ist in den USA Feiertag, June 15th. Einer der letzten Jahre, glaube ich, oder ein relativ frischer Feiertag, aber auf jeden Fall morgen großer Verfall. Und wir sehen, die Positionierung, so schreibt Nomura, ist am Anschlag auf der Long-Seite. Und mein Argument ist, im Vorfeld dieses großen Verfalls können die Market Maker dann ihre Hedging-Positionen auflösen. Ich hatte das mehrfach schon erklärt. Hier sehen wir mal, die Call-Optionen bei den großen Tech-Aktien sind deutlich gestiegen, bleiben aber noch hinter der Kursentwicklung zurück. Viele haben da physisch gekauft, aber wenn wir uns mal das Optionsgeschehen anschauen, das ist etwa hier von vorgestern, dann sehen wir immer wieder dasselbe Muster. Tesla am meisten Call-Optionen, dann Nvidia, Apple, Amazon, so in dieser Reihenfolge um und bei. Und das Put-Call-Verhältnis ist immer so mindestens über 60% der Calls. Das, wie gesagt, war von vorgestern. Die Daten von gestern habe ich so nicht gesehen, aber wir sehen auf jeden Fall unglaublich viele Calls unterwegs. Put-Call-Ratio ganz unten. Dementsprechend müssen oder können die Market-Maker diese Absicherung, die sie gegen diese Calls gestellt haben, weil sie ja gegen die Kunden wetten, dann auflösen. Das zumindest war ein Muster, das wir gesehen haben, dass dann um den großen Verfall herum eben meistens eine gewisse Korrektur der Aktienmärkte erfolgte. Und jetzt haben wir ja heute die EZB an der Reihe, die ja langsam so ein bisschen die hawkischen Argumente ausgehen. Wir haben 7 Länder in der Eurozone, die in der Rezession sind, unter anderem Deutschland, unserer genialen Wirtschafts- und Energiepolitik sei Dank. Man preise die Deindustrialisierung, aber dafür die Klimaneutralität. Das klingt so ein bisschen wie bei Scientology, da ist man dann geclearet. Ja, wir sind jetzt CO2 geclearet, aber halt arm wie die Kirchenmäuse, aber arm ist sexy, gell? Das haben wir von Berlin gelernt. Hier sehen wir rechts mal den Economic Surprise Index für die Eurozone. Plumps nach unten. Natürlich jetzt nicht wirklich eine unglaubliche Unterstützung für die weitere Zinseuphorie der Fed wiederum, der EZB wiederum. Und unten sehen wir, dass hier vor allem die Headline-Inflation deutlich nach unten gekommen ist. Die Kerninflation auch ein bisschen, aber eben deutlich weniger. Also die EZB, und das ist, glaube ich, so ihr Problem, sie war zu spät dran, hat ja noch viel länger als die Fed gesagt, Inflation gibt es gar nicht, ne? Das ist eine Erfindung von dem Fugmann und von dem, wie heißt der, dieser Captain Ahab. Hans-Werner Sinn, gell? Weil, aber gibt's nicht, ist eigentlich nicht vorhanden. Jetzt war man also zu spät dran, dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass die EZB dann zu spät kapiert, dass die Wirtschaft so stark nachlässt, so sich stark abschwächte, dass dann eben auch die Inflation deutlich nach unten kommt und die Wirkung der Leitzinsen ja sowieso verzögert ist.
Und heute werden dann auch, wie gestern bei der FED, ja die Inflationsprognosen gegeben. Die EZB lag jedes Mal total daneben, erinnern wir uns an Frau Lagarde, die Ende 2021 sagte, die Inflation wird deutlich runterkommen im Jahr 2022. Also das wird eine große Sitzung mit den Inflation- und Wirtschaftsprognosen der EZB, und die Erzeugerpreise hier in Europa fallen deutlich stärker bereits als in den USA. Hier etwa die Erzeugerpreise im Landwirtschaftsbereich in Deutschland 6% niedriger als im April 2022. Da ist der Preisdruck ein bisschen weg. Die EZB ist zu spät. Und auch wenn die sogenannte Taylor Rule, also das ist eine alte Regel sozusagen, ein bisschen umstritten, aber auch durchaus sehr anerkannt, wie eigentlich der Zinssatz aussehen müsste, dann ist das im Prinzip die Zusammensetzung aus Inflation und Arbeitslosigkeit. Ist die Arbeitslosigkeit niedrig und die Inflation hoch, dann müsste der Zins sehr hoch sein. Die Taylor Rule würde sagen, wir müssen knapp bei 9% sein. Aber es ist eh schwierig natürlich für die EZB, für eine ganze Eurozone hier die Zinsen zu setzen. Wir hatten jetzt, wenn wir mal von Europa nach China kommen, wieder sehr enttäuschende Daten aus China. Retail Sales 12,7% zum Vorjahresmonat, und da muss man immer bedenken, da war Lockdown, das war in etwa die Zeit der WM, wo die Chinesen gesehen haben, wow, da laufen ja Leute ohne Maske und sitzen im Stadion, was ist jetzt da los? Wir sehen Industrial Output, Fixed Investment schwächer als erwartet, Property Investment tumbled 7,2% von einem Jahr zuvor, und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit steigt weiter jetzt auf 20,4%, weswegen die Notenbank in China, die PBOC, jetzt die einjährigen Loans auf die Zinsen da gesenkt hat von 2,75 auf 2,65%. Man versucht also durch Zinssenkungen Nachfrage zu erzeugen, die nicht da ist und auch durch Zinssenkungen nicht kommen wird. Hier sehen wir mal die massive Verschuldung vor allem von Firmen, staatlichen Firmen, aber auch die Haushalte sind ziemlich dick verschuldet und die sind in Krediten, Immobilienkrediten drin, und wenn die Immobilie nicht mehr wert wird, was ja jahrelang der Fall war, aber seit einem Jahr nicht mehr der Fall ist, dann werden die Raten zum Schluss des Kredits höher, also legen die Leute Geld zurück und konsumieren weniger, das ist die Erklärung, da können auch die Zinsen sinken, das ändert nichts. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, noch zum Schluss: FED legt eine Zinspause ein und signalisiert weitere Zinserhöhungen, da nochmal ein tieferes Reingehen in die Dinge. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Inflation, die erste Welle nach unten, was jetzt wichtig wird. Denn so argumentiert hier mein Kollege Wolfgang Müller, der Fokus der Märkte wird sich jetzt mehr und mehr verschieben. Also diese zwei Empfehlungen, 14.15 die EZB-Entscheidung, 14.45 Madame Lagarde mit ihrer Pressekonferenz, das werden wir alles abbilden. Ich wünsche jetzt erstmal einen sonnigen Start in diesen Tag und sage Servus, ciao.